Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, die Bibel sagt, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Was ist mit den Stummen? Was mit Leuten, die gar nicht reden können? Das ist eine dumme Frage. Was ich aber trotzdem erklären möchte, ist einfach die Symbolik, die dahinter steckt. Wenn die Bibel sagt, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden, was damit gemeint ist, ist ganz einfach Kommunikation. Die Bibel sagt eben dadurch aus, in Römer Kapitel 10, Vers 10, mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden, dass beides dazugehört. Der Glaube, den du in deinem Herzen hast, den musst du Gott bekennen, den musst du kommunizieren. Im Normalfall kommunizieren wir mit dem Mund, deswegen sagt die Bibel eben, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Es heißt einfach nur Kommunikation, das ist, worum es geht. Ja, die Bibel sagt, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden, aber das heißt nicht, dass du tatsächlich deine Lippen bewegen musst. Denn wie wir hier auch in der Geschichte gesehen haben, der Blinde sollte zu Jesus gehen. Nun können wir heutzutage nicht mehr. Natürlich werden wir trotzdem gerettet, indem wir eben zu Jesus gehen, sozusagen im Gebet. Das reicht natürlich aus, logischerweise. Und rate mal was, Gott wird nicht darauf achten, was für ein exaktes Gebet du sprichst. Beispielsweise der Dieb am Kreuz, der gesagt hat, Herr, gedenke meiner, wenn du deinem Reich kommst, der hat ein Gebet ausgesprochen, das genau genommen ziemlich unkorrekt war. Denn Gottes Reich, Jesu Reich, ist das Millennium, in dem Jesus Christus regiert, das ist das Millennium. Und rate mal was, das liegt doch in der Zukunft. Aber trotzdem dieses Gebet, ja, von der Lehre her gesehen, eigentlich nicht ganz richtig war, trotzdem hat Jesus das natürlich angenommen, hat denjenigen gerettet und hat gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, nicht erst im Millennium, sondern heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es kommt nicht auf die exakten Worte an. Es kommt nicht irgendwie darauf an, dass du wortwörtlich deinen Mund benutzt, dass du wortwörtlich deine Lippen bewegst. Natürlich hört Gott dein Gebet, auch wenn du nicht hörbar zu ihm sprichst, weil es natürlich eine geistliche Sache ist. Hier in der Geschichte in Markus Kapitel 10, Vers 46 musste der Blinde natürlich seinen Mund auftun, weil Jesus da eben fleischlich auf der Erde war. Ja. Wie reden wir heutzutage mit Jesus? Indem wir eben beten. Hört Gott unser Gebet, wenn wir unseren Mund nicht aufmachen, wenn wir nicht unsere Lippen bewegen? Natürlich hört Gott unser Gebet. Ich sage das deshalb, weil diese Themen leider immer wieder aufkommen, weil dieser Schwachsinn immer wieder aufkommt, wo Leute einfach Details auf die Goldwaage legen und ein Riesendrama daraus machen. Wir sehen hier einfach sehr schön in der Geschichte in Markus Kapitel 10, Vers 46, dass Jesus Christus eine Person ist, auf die wir zugehen, die wir um etwas bitten. Bitte Jesus Christus, wenn du gerettet werden willst. Leute, die sagen, ich habe nie den Namen des Herrn angerufen, um gerettet zu werden. Ich habe nie Jesus darum gebeten. Den würde ich sagen, willst du vielleicht jetzt gerettet werden? Ich kann dir dabei helfen, ein Gebet zu formulieren. Wenn Leute sowas sagen, das ist einfach nur bizarr. Ich meine, würdest du wirklich nicht mit Jesus reden? Würdest du wirklich nicht seinen Namen bekennen, wenn du wirklich an ihn glaubst? Und diese Idioten, die behaupten, wir müssen den Namen des Herrn nicht anrufen, um gerettet zu werden, die würden dann natürlich sagen, ja, Moment mal, derjenige hat doch geglaubt, deswegen ist er gerettet. Nein, er hat nicht geglaubt. Denn wenn du glaubst, dann rufst du den Namen des Herrn an. Ich habe geglaubt, darum rede ich, sagt die Bibel in Psalm 116, Vers 10. Nur noch mal als Erinnerung. Jemand, der nicht den Namen des Herrn anruft, ist nicht gerettet. Aber er hat geglaubt. Nein, er hat nicht geglaubt. Wenn du glaubst, ja, dann heißt das, dass du dem Wort Gottes glaubst, dass du dem Herrn Jesus Christus glaubst, der dich zu sich ruft, der von dir wissen will, was du von ihm willst. Gott will, ja, diese persönliche Interaktion. Wenn du wirklich glaubst, dann glaubst du auch, was in Römer Kapitel 10, Vers 9 bis 10 steht, dass du den Namen des Herrn anrufen musst, dass du Jesus bekennen musst, um gerettet zu werden. Das ist so eindeutig. Warum haben Leute ein Problem damit? Es ist für mich unfassbar.